So. Okay. Da, Höhlengrotte. Haben wir geschafft, oder? Ah, da war ja noch nicht drin, okay. Sieht aber nicht so schön aus. Nicht so einladend. Die Knochen hier. Ja, definitiv. Okay, da ist die Kiste. Da oben. So. Wie viel Geld habe ich? 39, okay. Ja, du schon wieder, okay. Der Mini-Drache, ouch. Da war ich zu nachlässig. Okay, sollte mal pennen. Mit der Zeit. Ja, mit der Zeit pennen. Kann man mal machen. Hey, wir haben so eine Mütze. Waldläufer, okay. Ein Waldcat. Schön. Cool. Also langsam haben wir eine komplette Rüstung. Fehlen nur noch Hosen und dann wäre es perfekt. Und Stiefel. So. Stiefel. Keine Stiefel, schade. Waldläufer-Axt. Der macht 2. Der macht 1 Schaden und 2 Leben, okay. Na, lass ich mal. Kann man die auch verkaufen? Okay, wir kamen von da und haben die Hölle schon gesäubert. Es läuft gut, schön. So, ich muss einmal pennen. So, gute Nacht. Schön. Ach, und aufwachen und weiter geht's. So. Schlafen und Abenteuer erleben. Ist das Einzige, was wir hier tun. Gottspitalsee, okay, schön. Sollte erstmal diese Quest beenden. Okay. Ja, die Musik ist auch schön. Okay, das ist neu. Der hat eine Quest. Okay, ich mache jetzt mal das. So, erstmal das hier. Immer noch nichts. Wo ist der oberste Magier? Gehen wir zuerst mal wieder zurück. Okay, wir laufen zurück. Laufen zurück. Zurück. So, laufen zurück. So. Das ist die magische Energie des obersten Magiers. Aber warum ist sie in Fläschchen? Na, keine Ahnung. Wir sind ja nicht die Magie-Experten, ja, das stimmt. Wir müssen etwas Zeit mit Nachforschungen verbringen und das in Ordnung bringen. Hier ein kleines Dankeschön vor. Ich schaue später mal wieder auf der Übersicht nach. Okay, mache ich. Geiler Magierhut. Der angefressen aussieht. Cool. Yay, abgeschlossen. Geil. So, wie viel brauchen wir da jetzt? 200, okay. Gut. Was ist das denn hier? Neue Quest. Die Magiersuche. Level 8, okay, gut. Behalte dich mal und hier. Das gleiche. 1, der krummelige Bauer. Okay. Der krummelige Bauer. Ich muss meine Mutter finden. Bitte hilf mir. Okay. Dieser Bauer muss seine Mutter sehr lieben. Wir sollten helfen. Ja, das stimmt. Das muss belohnt werden. Diese Liebe. Bauer, wir sind 2 große Krieger, die hier sind, um dir zu helfen. 2. Okay. Meine Mutter ist vermisst. Ein Magier macht einen Zauberspruch für mich. Okay.
Doch dazu braucht er ein besonderes Metall. Und es ist draußen zu gefährlich für mich. Grrr. Wo ist dieses Metall? Groll. Okay, was soll denn das? Es ist an diesem Ort, den ich markiert habe. Ich finde dieses Metall, Grummelkätzchen. Ach so, deswegen. Er ist grummelig. Grumpy Cat. Interessant. Ach, okay. Da waren wir schon. Naja, können wir nochmal tun. Bisschen voreilig. Es ist in der Höhle. Es wird schwer werden, sie mit den ganzen Monstern darin zu durchsuchen. Ja, nee. Räumen wir sie zuerst. Okay, alles wegkloppen hier. Dann können wir auch besser suchen. So. Das ist eine schöne Logik, die gefällt mir. Da mache ich mit. So. Schön. Oh shit, da wurde ich erwischt. So. Habe ich da zu viel gewollt. So. So. Jetzt kommen die wieder. Oh shit. So. Gut. Und jetzt hier noch. So. Perfekt. Du findest einen seltsamen Metallhelm, vergraben im Schmutz. Das sieht aber cool aus. Ist es das, dieser unheimlich aussehende Helm? Den will ich anziehen. Der sieht cool aus. Na schade. Wird da der Helm eingeschmolzen? Oh, das ist was anderes. Psst, hey du. Komm rüber. Okay. Ich komm rüber. Ich sehe, du hilfst dieser verrückten Katze. Du meinst diesen grummeligen Bauern? Grumpy Cat? Er hat zuvor immer davon gesprochen, Stimmen in seinem Kopf zu hören. Und dann hat er plötzlich mit diesem verrückten Grollen angefangen. Okay, Rechtschreibung ist ja noch ein bisschen das Problem. Dieses Grollen ist nicht normal, hä? Egal, ich wollte dich einfach nur warnen. Bis dann. Ich dachte, er wollte jetzt einen Helm abkaufen. Naja. Okay, seltsam. Bestimmt wollte er den Helm. Du gibst der Stadtkatze den seltsam aussehenden Helm. Ist bestimmt gefährlich. Hat deine Macht in sich. Du hast ihn gefunden. Ja, das wird mir helfen. Schön. Ja, verdächtig. Oh, nicht der mir. Ich meine, mir helfen, meine Mutter zu finden. Dieser Helm ist mächtig. Für einen Suchtzauberspruch. Was? Zauberspruchel? Ist nicht so viel Macht nötig, weißt du? Das geht dich nichts an. Unsere Belohnung kommt später wieder. Ich brauche weitere Hilfe. Oh. Soll das ist Level Up oder wie? Okay, interessant. Schön. Wieder Level Up. Nice. Du hast echt aufgestiegen noch. Ach, das steigt da auf mit der Zeit. Interessant. Cool. So, wie sieht es jetzt aus? Level 3. Das Katzenminze-Ritual. Okay. Geht mit dem Bauern weiter. Schön. Na dann, ich brauche deine Hilfe für ein Ritual, um meine Mutter zu finden. Ist klar. Krummelkätzchen ist zurück. Na, Rechtschreibung ist hier. Könnte man noch verbessern. Der Mark gesagt, dass meine Mutter in einem Fluch gefangen ist. Okay, wir müssen ein Katzenminze-Ritual durchführen, um ihn zu brechen. Wie ist deine Mutti in diese Schlamassel geraten? Ja, aber echt. Hier ist etwas Katzenminze. Verteilt sie da drüben in diesen Büschen. Ich stoße später zu euch. Okay. Er ist echt verdächtig. Was will er befreien? Du verteilst etwas Katzenminze. Um den Busch herum. Okay. Noch etwas. Noch etwas Katzenminze. Katzenminze frei. Ausrufezeichen. Genau. Der letzte Rest.
Okay. Hervorragend. Und jetzt tritt in die Mitte des Dreiecks. Okay. Was passiert jetzt? Oh no. Beiden Götterkatzen, wir müssen hier raus. Oh shit. Eine Falle. Was ist denn jetzt los? Ui. Oh. Puh. Ja, was hat sich dieser Bauer nur dabei gedacht? Der Ritualkreis wurde durchbrochen. Cool. Okay, was sollte das? Wollt ihr uns loswerden? Erkläre dich. Das war gefährlich, dafür geht's dir an die Schnurhaare. Die werden abrasiert. Ich wusste nicht, dass das passieren würde, ehrlich. Okay. Bringe später eine weitere Benachrichtigung auf. Hier ist eure Belohnung. Na, ja, von wegen. Waldläuferweste. Cool. Ja, schön. Können wir jetzt Waldläufer spielen? 4. 3, 3, okay. Ah, nee. Ich bleib dabei. Wegen der Rüstung. So, kleiner Moment. So, okay, weiter geht's. Quest Level 6. Na gut, das sollten wir schaffen, wir sind Level 5. Der Kreis schließt sich. Der Magier hat etwas Neues über meine Mutter herausgefunden. Bitte hilf mir. Okay. Na, sehr verdächtig. Wo führt das hin? Der Magier hat den nächsten Schritt in die Freiheit gefunden. Natürlich meine ich die Freiheit meiner Mutter. Freiheit, Freiheit! Das Einzige, was zählt. Okay, will er frei sein? Was auch immer in ihm drin ist. Du bist echt misstrauisch, hat man dir das schon gesagt? Misstrauisch? Hey. Triff mich draußen, sag dir, was zu tun ist. Okay, ich glaube dir, mein Verdächtig. Draußen? Na schön. So. Na schon, Teleport. Stell dich dahin. Wo? Dahin, okay. Gut, jetzt lauf dreimal im Uhrzeigersinn herum. Uhrzeigersinn? Okay. Warum nicht? Was soll das bringen? Und jetzt zweimal gegen den Uhrzeigersinn. Was? Jetzt willst du mich noch reinlegen? Willst du mich reinlegen, hä? Was ist das denn hier? Huch. So. Na, versaut. Da, zufrieden. Sehr, schau, es funktioniert. Was ist das denn hier für ein Ritual? Groll, okay. Um Katzenwillen. Das ist der Kreis wieder. Oh nein, und noch mehr. Was passiert jetzt? Befreite. Was? Befreite dich vor. Bereite dich vor, sollte heißen, okay. Na, die Rechtschreibung. Was denn jetzt? Jeden Moment. Jeden Moment, okay, warten. Jeden Moment. Echt? Jeden verfilzten Moment? Jetzt gleich? Da passiert nichts. Fehlzündung. Fehlzündung. Ist es das? Fehlzündung. Na, sieht so aus. Fellknäuel, Wolklich. Was? Was? Okay, was ist das für ein Reinfall? War das ein Nietenkreis? Siehst du, diesmal gibt's keine Monster. Seltsam. Völlig fein. Das wär's dann für heute, Bauer. Na, wir sind durch. Es gibt noch etwas mehr zu tun. Schaut später mal wieder auf die Tafel nach, ist eure Belohnung, okay.
Eine Axt Level 4. Oh shit. Oho. Na, es läuft. Okay, Axt Level 4. Das ist auch cool. Hoch. Okay. Interessant. Sieht cool aus, okay. Wie sieht es eigentlich hier aus? Level 8, okay. Da führt die Hauptquest hin, okay. Wie sieht es hier aus? Level 10. Okay, das kommt später. Gut, Level 8 und Level 10. Machen wir mal hier ein bisschen weiter. Okay, da oben war auch noch etwas. Egal. Falls wir Monster im Innern finden, da sollten wir sie durch Kratzen vertreiben. Ja, wir setzen Kratzer ein. Einige Feinde haben eine höhere Angriffsgeschwindigkeit. Versuche sie stattdessen mit Magie mit größerer Reichweite zu treffen. Okay, interessant. Ja gut, machen wir das mal. Level 1. So. Was sollen wir hier nochmal tun? Hab ich vergessen. So. So. Keine Chance mehr. Kommen wir nicht mehr zum Angriff. Okay, und die Lootboxen sind einmalig. Interessant. So. Komm schon her. Keine Spur von der weißen Katze. Oder deiner Schwester zu sehen. Lass uns die Tatzen in die Hand nehmen und hier verschwinden. Nein, warte, ich will noch looten. Looten ist wichtig. So. Okay, wir waren darauf auf der Suche nach diesen zwei. Hier. So schön. Tja, das war's. Das ging schnell. So. Keines Fels. Da ist die weiße Katze schnell hinterher. Was, wo? Ach da, gar nicht gesehen. Was soll denn das, hä? Wie kannst du einen Fellknäuel wie du meinen Drachen besiegen? Egal. Ich vernichte dich einfach jetzt sofort. Nee, lass das. No. Okay, interessante Arena. Nimm das, die Magie. Keine Chance. Und sei nicht so stolz, das war nur ein Klon. Und deswegen war er so schwach. Den ich mit deinem Quäntchen meiner Macht erschaffen habe. Okay, der war viel zu schnell down. Wenn das ein Teil deiner Macht war, na dann gute Nacht. Zweifelsohne stammt deine Macht von diesem Mal, das du besitzt. Beeindruckend. Wer bist du und warum hast du die Schwester meines Freundes gekatznappt? Okay. Einfache Sterbliche wie du können mich Drakov nennen. Okay. Wenn du deine Schwester wiedersehen willst, dann folge mir. Okay, sollte folgen und du teleportierst dich. Ist klar. Okay, wir müssen folgen. Schön. Wir müssen folgen. Dürfen nichts anderes tun. Müssen brav sein. Achte darauf, dass die kümmerlichen Bauern mich nicht sehen können. Sie sind es nicht wert. Okay. Siehst du, wie der große König der Katzen sich in seinem Palast versteckt? Habe ich auch schon gesagt. Nicht mehr als ein zitterndes Etwas, dank meiner Macht. Okay, wirklich. Tja. Oder die nicht enden wollenden Quests dieser Stadtkatzen. Oh nein! Deswegen geht es immer weiter. Sie haben keine Ahnung, dass es meine Macht ist, die ihr Ungemach verursacht. Okay, indem du Quests herstellst. Okay. Das macht die ja nur stärker. Oder mehr. Bist du wie eines dieser wertlosen Leben, die in diesen Städten herumkriechen? Ständig betteln sie Helden auf ihren Questtafeln um Hilfe an. Ja, das stimmt. Schon ein bisschen seltsam. Anstatt es selbst zu tun, warten sie, keine Ahnung wie lange, bis mal jemand kommt und das übernimmt. Na, schon seltsam. Nein. Du kommst mir irgendwie
anders vor. Na stimmt, ich erfülle sie. So. Und deshalb werde ich jetzt ein einfaches Spiel mit dir spielen. Oh geil. Erlange mir Macht. Beweise mir, dass eine Art über ihre schwache Hülle hinauswachsen kann. Besiege die Drachen, die ich gerufen habe. Oder ich werde deine Schwester freilassen. Okay. Aber ich bezweifle, dass die direkt hier sind. Oje, Drakov, du bist der typischste Bösewicht überhaupt. Ja, typisch 0815. Sind die nicht am einfachsten zu hassen? Nee, die sind einfach langweilig. Mann, wie konnte deine Schwester in diese Schlamassel geraten? Tja. Nun, ich vermute, wir müssen Drakov nur bei diesem kleinen Spiel schlagen. Und dann ist das Spiel durch. Haben wir doch gespielt.